Soll ich das Kostüm wieder wechseln? Willkommen zurück zu SpongeBob Revenge of the Flying Dutchman. Ja, ich hab's schon wieder verpeilt. Schön. Ja, ich hab's schon wieder verpeilt, dass das gar keine Kollision hat. Es ist tatsächlich gerade mal... Oh, ich weiß gar nicht, habe ich gestern aufgenommen? Ich glaube, ich habe vorgestern aufgenommen. Heute ist Donnerstag. Und immer noch müsste ich, glaube ich, den Stick nochmal neu konfigurieren. Habe ich ja schon mal gesagt und habe immer noch nicht dran gedacht. Ach so, ja gut, den Dialog hatten wir schon, stimmt. Ich mache das kurz mal. Ich hoffe, ich denke dran, das rauszuschneiden. Ich glaube, das geht nämlich jetzt so spontan. So, ich habe die jetzt nochmal neu, gemappt. Und es passiert trotzdem dasselbe. Sobald ich nach links laufe... Okay, ich glaube, ich habe gerade was anderes gesagt, aber egal. Sobald ich nach links laufe, hört er nicht mehr auf. Also ich drücke jetzt ganz kurz nochmal nach links. Jetzt nochmal ganz kurz, jetzt nochmal ganz kurz, jetzt klappt's. Aber jetzt, solange ich ein bisschen länger nach links drücke, rennt er irgendwie automatisch. Also... Ja, also irgendwas ist da nicht ganz richtig. Ich frage mich halt, ob das jetzt doch im Spiel selber ist oder ob das halt... Bei meinem Emu irgendwas falsch konfiguriert ist oder sowas, keine Ahnung. Kann ich euch kaputt machen irgendwie? Vielleicht kann ich die auch einfangen? Ich weiß es nicht. Es gibt ja hier keine Quallen, wenn ich mich recht erinnere, im Tree Dome. Aber... Naja. Ha. Dann, oh Gott. Gibt es hier oben... In den Tree Dome Branches, wie auch immer. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, sich umzuziehen? Irgendwie so ein Zelt? Ich hoffe es einfach mal. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal darauf warten, dass das passiert. Da hat der Max darauf hingewiesen, dass es ja vielleicht auch eine eigene Musik pro Level gibt. Halt die Schnauze, Mann. Ich bin doch schon dabei, mehr oder weniger. Also eigentlich erkunde ich hier gerade erst, aber... Ich werde mich doch sofort drum kümmern. Ist doch gut. Eine sehr kurze Leitung, die Lady. Ja, ja, ist in Ordnung. Ist auch dreist, dass die einfach mitten in so einer Gabelung steht, ne? Auf so einem... Da, wo man halt definitiv öfter vorbeikommt. Ja. Ich kann mich nur wiederholen. Ich bin sehr froh, dass mir das hier nicht vorgehalten wird. Dass ich hier tausendmal... Also, da finde ich jetzt schon, dass ich da hätte wieder abspringen können, weil ich da schon gelandet bin. Aber das Spiel sagt so, nö, du bist noch nicht gelandet. Ja, das macht er nicht von selbst. Mimi. Die Arbeit erledigt sich nicht von selbst. Ich weiß nicht, das klingt auch irgendwie ein bisschen nach Professor Layton. Voluntary Express oder sowas. Irgendwie. Und den Jingle hören wir ja häufiger hier, weil ich einfach nur kacke as fuck bin. Weil das Spiel sich aber auch gerade nicht so schön steuern lässt hier. Ja, und ich soll doch auch mal am besten öfter hier in die... Beschreibungen schauen, in die To-Do-List, wie man überhaupt Buchstaben bekommt. Das stimmt absolut. Da könnte ich mal öfter reingucken. Ich werde mich jetzt allerdings erstmal darauf beschränken, hier das zu sammeln, was ich sehe, und dann kann man sich immer noch damit beschäftigen. Wahrscheinlich nicht die cleverste Idee, andersrum wäre es wahrscheinlich sinnvoller, dann wüsste man schon mal, worauf man achten soll. Und wo ich das gerade... es tut mir leid, es ist unspielbar. Ich wechsle dann doch wieder zum Steuerkreuz, weil da hatte ich das Problem erst recht nicht. Jetzt bin ich so schnell gestorben, dass selbst da kein Jingle gekommen ist. Krass. Nee, beim Steuerkreuz habe ich das Problem nicht. Das Problem ist aber dann, dass ich die Kamera nicht drehen kann. Also, grässle. Wobei, was ich machen kann, und das mache ich jetzt, ist, ich ändere die Mapping so, dass ich quasi mit dem Stick andersrum, dass ich mit den Pfeiltasten steuere, allerdings... Sind die damit... Nein, jetzt habe ich Clear All gemacht. Oh, Moment, abbrechen. Abbrechen müsste klappen. Ja, es ist, man sieht nichts, weil nichts passiert. Das ist komplett korrekt hier. Jetzt ist das hier ganz... Nee, hier, guck mal, das so. Die Delete selected. So. Und jetzt bin ich einfach ganz dreist und sag Left Analog Stick. Und ich drück aber die Knöpfe hier. So. Und nicht den Stick. Aber wobei, analog ist jetzt auch aus. Scheiß, Moment. Was passiert denn jetzt, wenn ich... Ich glaube, dann kann ich das nämlich gar nicht mappen. Ja, es tut mir leid, ich muss das jetzt hier gerade konfigurieren, weil das Spiel irgendwie nicht so ganz möchte. So, jetzt habe ich mein Gamepad richtig konfiguriert und es backt auch nicht mehr rum. Sehr schön. Ja, es stellte sich heraus, dass ich die ganze Zeit Pad 2 konfiguriert habe, weil eigentlich Pad 1 aktiv ist.
warum ich dachte, dass ich bei Pad 2 was ändern muss, ist die Tatsache, dass da überhaupt erstmal die Stick-Buttons konfiguriert waren. Bei dem anderen war das nämlich gar nicht konfiguriert und dann macht es auch Sinn, dass die halt komplett rumgespackt haben. Ich verstehe aber nicht, warum ich überhaupt damit steuern konnte. Also irgendwie alles ganz merkwürdig, aber jetzt habe ich endlich eine ordentliche Steuerung. Das heißt, eventuell werde ich jetzt weniger Tode sterben. Das wäre natürlich super. Also ich habe prinzipiell jetzt eigentlich mehr unter Kontrolle als vorher. Ja, das sollte jetzt dadurch, oh mein Gott, passiert sein. Ob ich damit jetzt aber trotzdem besser zurechtkomme, also ob das jetzt wirklich darin resultiert, dass ich dann besser spiele, weniger sterbe, sowas, das wird sich jetzt zeigen. Und die sehen irgendwie ein bisschen aus wie Vögel und nicht wirklich wie Bienen, wie Insekten oder Wespen. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, Sandy hat Wespen und Bienen gesagt. Na, ist auch egal. Die sehen jetzt auf jeden Fall sehr gelb aus, also sind es wahrscheinlich eher Wespen. Ergo darf man töten. Nee, also, ach, ich hasse Wespen. Sollte man, oh mein Gott, mittlerweile vielleicht wissen und ich sollte auch wieder am Anfang landen jetzt, ne? Ja, super. Macht Spaß, macht Spaß. Habe ich gerade irgendwie spontan wieder, weil ich jetzt hier so auf einem Baum bin, richtig Bock auf Skyward Sword, muss ich sagen. Da freue ich mich richtig drauf, wenn das dann im Juli rauskommt. Richtig schön in meinem dreiwöchigen Urlaub. Mittendrin tatsächlich kommt das dann raus und ach, da freue ich mich drauf, das dann richtig hart durchzusuchten. Nein! Meine Güte. Habe ich ja sogar schon mal im zweiten Part, war es, glaube ich, drüber geredet. Während ich mich auch richtig dumm angestellt habe. Da habe ich mich ja irgendwie auf der großen Krabbe versucht, da irgendwie auf so einer blöden Lampe zu landen, um eine Münze zu bekommen. Ja, ich stelle mich hier auf jeden Fall gerade noch schlimmer an. Aber. Ja. Ich finde die Stelle da auch gerade nicht schön. Weil ich da meiner Meinung nach halt schon noch irgendwie drauf laufe. Ja, guck mal, das zieht ganz komisch nach rechts da an der Stelle. Also es hat jetzt nichts mit der Steuerung zu tun, sondern einfach irgendwie, die Grafik passt nicht so ganz zu der Hitbox. So kommt es mir zumindest vor. So, dann ziehe ich mich doch mal um, damit wir auch mal eine andere Musik hören. Ich möchte jetzt kurz Quallenfischer-Ausrüstung versuchen, um einfach mal zu gucken, ob man die denn damit beseitigen kann. Ich vermute mal nein, weil es ist kein Sammelobjekt. Ich vermute, es sind einfach nur Gegner. Aber ich möchte es gerade mal ausprobiert haben. Ich kann sie damit töten. Ja, alles klar. Was konnte ich denn mit SpongeBob überhaupt noch machen? Ich habe so selten mit dem jetzt gespielt bisher. Da würde ich halt gerne mal wissen. Also Leute, es kommt mir ehrlich gesagt eher so vor, als dass wir für jedes Kostüm eine Musik haben und die Musik sich durchs Level zieht. Aber wir können natürlich trotzdem mal ein bisschen mit SpongeBob spielen. Ist hier irgendwas Besonderes? Tja. Wir können natürlich trotzdem mal ein bisschen mit SpongeBob spielen. Um auch mal die Musik wieder zu hören. Aber ich sag mal, wenn er jetzt halt nur Nachteile hat, in dem Fall zum Beispiel, dass wir jetzt hier keine Viecher besiegen können, dann ändere ich meine Meinung da sicherlich wieder sehr schnell. Dann hören wir halt immer die gleiche Musik. Wir können die wahrscheinlich nicht töten, so, oder? Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird nur mit dem Kescher gehen, aber ich werde es gleich mal versuchen, wenn die wieder nah genug dran ist. Auch wenn ich dann Energie verliere. Ja, natürlich geht's nur mit dem Kescher. Ja, supi. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal gerade da reingehen, weil ich das Gefühl habe, oder ich sag mal die Hoffnung habe, wir sind jetzt ja nicht wieder am Anfang, ne? Ne. Weil ich dann die Hoffnung habe, dass wenn wir dann wieder da rauskommen, dass wir dann immer wieder von hier oben starten, nicht von da unten. Auch wenn jetzt hier oben noch was ist, ich hoffe, ich komme so einfach wieder da zurück. Hier sind wir jetzt auf jeden Fall bei Sandys Room gleich, sehr schön. So, ich gehe jetzt auch direkt wieder raus. Ich wollte nur quasi mal einen Savepoint haben. Ich hoffe, das Spiel handelt es so, dass ich jetzt, wenn ich hier runterfallen oder sterben sollte, nicht wieder ganz unten lande. Also ganz unten in den Baumspitzen. Das wäre halt schon vorteilhaft. So, und ich muss jetzt irgendwo hier diese Baumdekoration irgendwas finden. Dieses, ja, was eigentlich Ahorn war oder als Ahorn gedacht war. Und muss das beseitigen. Das ist aber nicht das Ding hier, oder? Das sieht halt schon sehr nestartig aus, aber naja. Erstmal sehen wir jetzt hier nichts weiter. Und ich glaube, jetzt ist auch mal ein Moment gekommen, wo ich hier mal in die Tasks reingucken will. Defeat Sandy. Ach, jetzt spiele ich übrigens doch mit Steuerkreuz, fällt mir auf. Naja, wie auch immer. Defeat Sandy in a Karate Match. Okay. Kommt wahrscheinlich dann irgendwo noch die Quest. Bring down the Hive. Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz, wie oder was das jetzt genau ist. Ich gehe mal davon aus, das könnte das Ding sein, aber ich weiß es nicht. Und Catch 10 Bees. Ja, was heißt denn jetzt hier Catch? Das sah einfach nur aus, als wäre das Ding kaputt gegangen. Na gut. Und wir müssen natürlich noch Dutchman's Treasure finden. Ich muss auch mal ein bisschen davon wegkommen, zu sagen Dutchman. Weil, das sagt man ja eher so
wenn es halt wirklich Man ist im Sinne von M-E-N und nicht M-A-N. Dann ist er ja Man und nicht Min. Wenn wir davon wegkommen. Weil es sind ja nicht mehrere Dutch-Männer hier. So. Ja, Was haben wir denn hier alles? Irgendwie nicht so wahnsinnig viel. Ziemlich kack eingerichtet, die Dame. Und ich persönlich feiere es jetzt auch nicht so hart. Würde es nicht so hart feiern, wenn das Bett einfach mitten im Raum steht. Ich habe gerne eine Wand hinter mir. Einfach als Sicherheit, ne? Ich weiß nicht. Bin ich vielleicht insgesamt ein bisschen paranoid. Ich weiß auch nicht ganz, was mir das jetzt hier bringt. Da kann ich doch locker eigentlich, also da soll ich doch locker irgendwie rausspringen können, oder was? Kann ich mich hier drehen und dann da stillstehen? So Crash-mäßig? Nein. Apropos Crash. Crash on the Run ist verfügbar für Mobilgeräte. Und habe ich auch schon ziemlich gesuchtet. Hin und wieder. Macht Bock, muss ich sagen. Ist ein ganz cooles Spielchen. Aber halt so, wie man diese ganzen In-App-Kauf-Apps kennt. Mit ganz vielen MTXs, ne? Mikrotransaktionen und so. Ja, okay. Ich bin jetzt dann ein bisschen aufgeschmissen. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde mich umziehen. Und ich werde nicht nur mit Sandy reden. This is it is I, Aku Aku. My duty is to protect you. You can summon me if you break by breaking these boxes. Ah. Den letzten Satz kenne ich tatsächlich nicht im Englischen. Oh mein Gott, scheiße. Ich bin aber jetzt oben. Also es hat schon mal geklappt. Leider ist es jetzt, ja, jetzt ist es nicht so vorteilhaft, dass ich oben lande. Ich frage mich aber, wenn ich jetzt umgezogen wäre, dann ist das doch eigentlich in Ordnung. Also ich mag diesen Bereich jetzt nicht so sehr, weil der halt, man kann hier nicht so wirklich durchheizen, weil man sehr aufpassen muss, wie man springt, aber naja. So, Fishing Gear, let's go. Und dann werde ich jetzt also die ganzen Bienen hier versuchen zu fangen. Es waren hier zwar schon einige, aber ob das insgesamt 10 Stück sind? Ich bin noch skeptisch, aber muss ja eigentlich. Ich glaube nicht, dass unten irgendwo Wespenbienen waren. Ich weiß auch nicht, warum die es überhaupt unterscheiden. Also ihr seht ja, es gibt keinen Counter hier nirgends. Vielleicht bin ich einfach nur blöd. Deswegen hätte ich halt gedacht, so ja, das sind einfach Gegner, die kann ich halt hier wegmachen, damit ich es einfacher habe. Und das ist es dann, aber das ist ja tatsächlich so ein Achievement, deswegen, ich finde es auch ein bisschen doof, weil man hat halt keinen Anhaltspunkt, wie weit man ist. Ja, ich rede mit dir, Animal Crossing New Horizons und Gulliver. Okay, man hat den Anhaltspunkt, dass man den schon 20 Mal gerettet hat, den geholfen hat, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Goldschaufel in Progress. So. Nein, bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Ah, die respawnen, soweit ich das jetzt sehe, nicht, oder? Also meint, ich darf runterfallen und alles. Und das ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Können wir mit dir noch irgendwas machen? Ich versuche mal drauf zu springen. Ich hoffe... Ah, Belly Slam the Beehive. Ja, okay. Dann machen wir das doch mal. Ja, warum... Ich find's halt nett, dass die mir sagen, ja, hier, ne, musst du aufpassen. Weiß ich denn, dass da jetzt eine Sequenz ausgelöst wird, ob da eine Sequenz ausgelöst wird oder nicht, oder was los ist? Also dieser Part ist super, von der spielerischen Leistung her. Da werde ich bestimmt Mitarbeiter des Monats. Catch 4 Bees or Wasps. Ja bitte. Noch 4 oder insgesamt 4 oder... Is out of your tree, so no hard feelings, right? That's a good start, but now I've got all these stinging varmints flying around in here. Round them all up. If you do a good job, I might even have a reward for you. Ein Buchstabe, huh? Ich guck mal, was jetzt hier in der To-Do-List steht. Also erstmal haben wir noch das Karate-Match ausstehen irgendwann. Bring down the Hive, ja gut, haben wir theoretisch, aber irgendwie halt, na, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich gehe mal davon aus, da unten sind jetzt dann entsprechend auch Wespen. Dann macht ja nur Sinn, dass da noch welche drin waren und so, und ich sehe jetzt hier auch nichts mehr. Also würde ich mal vermuten, wir sollten jetzt dann direkt wieder nach unten gehen. Ja, oder wir gehen noch nach oben und gucken, ob das vielleicht bei ihr irgendwo im Haus ist, aber das macht für mich eigentlich keinen Sinn, wenn da oben jetzt Wespen drin wären.
Ich, ja gut, das war eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Sache. Dann gehe ich jetzt ganz kurz nochmal in Sandys Room, wo ich bisher jetzt noch nichts Spannendes gefunden habe. Also, ehrlich gesagt, gerade weiß ich noch gar nicht, warum ich überhaupt drin bin. Irgendwas muss hier noch sein, weil... Also gerade das macht natürlich stutzig, aber... Ich kann damit gerade nicht so viel anfangen. Ich habe halt auch die ganze Zeit schon versucht, irgendwie stillzustehen, damit ich einen höheren Sprung machen kann oder sowas. Aber das klappt halt nicht so. Funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ah, gut. So, ich muss in die Richtung dann, ne? Ich dachte ehrlich gesagt, hier direkt bei Sandy wäre das auch schon, wo wir starten, aber es ist gar nicht so. Hier kommen wir wieder nach unten. Ist ja auch das erste Mal heute, dass ich das mache. Das ist jetzt übrigens keine Ausrede, dass ich irgendwas vergessen habe, bevor mir das hier wieder vorgehalten wird. Auch wenn es witzig gemeint ist. Ich sehe aber auch, dass der Speed hier im Emulator gerade so auf 10-12% ist beim Laden. Also vielleicht ist das gar nicht so langsam insgesamt, aber keine Ahnung. Die Ladezeit dauert auf jeden Fall seine Zeit. So. Ah, komm, okay. Und das hier sind, also ich glaube, dass da oben waren doch eher Bienen. Und das sind jetzt hier die Wespen, keine Ahnung. Also sind auf jeden Fall unterschiedliche Viecher jetzt und die sehen hier sehr aggressiv aus. Deswegen würde ich mal vermuten, das hier sind die Wespen, auch wenn ich nicht verstehe, warum die Bienen gelb und die Wespen rot sind. Normalerweise sind Wespen gelb und Bienen, ja, weniger gelb und ein bisschen mehr braun und weniger schwarz. Und hier haben wir jetzt von wegen, bring den Hive runter. Das haben wir gemacht und kriegen dafür den Buchstaben. Und wenn wir jetzt noch eine Wespe-Biene fangen, dann sollte Sandy uns den anderen Buchstaben geben. Und dann müssen wir nur noch ein Karate-Match machen und sollten alle Buchstaben haben und können wieder so ein lustiges Puzzle machen. Ja, Talk with Sandy, super, da darf ich wieder nach oben. Spitze. Ich freue mich. Ja, tut mir leid, also wir haben halt gerade einfach die Notwendigkeit dieses Gerätes. Alles qualen wir schon jetzt, den ollen zuverlässigen, ja, es sieht eher nach einem Holznetz aus. Nicht mal ein Fiberglas-Alu-Mix, sondern ein billiges Bambus-Ding. Ja. Ich schneide mal wieder raus, würde ich sagen. Okay, das ging schneller als erwartet. Ich wollte eigentlich gerade mir Wasser einschütten. Ja. Alles klar. Ich wollte eigentlich gar nichts weiteres sagen. Hallo. There are no more stingy thingies in your tree dome, Sandy. That was some mighty fine wrangling, SpongeBob. I'm going inside my treehouse for a rest. See you later, SpongeBob. Alles klar. Du hast auf jeden Fall einen komplizierten Aufbau. Nur mal so. Ja, dann vermute ich mal, ich darf ihr jetzt schön folgen. Werd wahrscheinlich währenddessen nochmal 5-mal runterfallen. Und dann sollte ich wahrscheinlich die Möglichkeit bekommen, gegen sie zu kämpfen. Wie sieht's eigentlich geldtechnisch aus hier? 100%, 100%, 100%, das will ich doch sehen. Also hier die Dublonen, meine ich mit Geld, weil es gibt ja hier eigentlich jetzt zwei Währungen. Beziehungsweise das Geld ist halt wirklich eine Währung und die Dublonen sind halt einfach nur ein Collectible. Und es geht ja hier gerade vor allem um die Dublonen. Hier in der Kuppel können wir auch gar nichts anderes bekommen. Die anderen beiden Sachen waren ja schon auf 100%, weil es da eben nichts gibt. Und da ist auch schon Sandy im Karate-Outfit. Alles klar. So, Mistress of Mayhem, how long did you think you could hide in here? Prepare yourself for another defeat. Is that supposed to scare me? I've been practicing since our last match and I've learned some new moves. Now pay attention. We've got a short amount of time to bust up all this junk in my treehouse. The one who breaks the most stuff when time runs out is the winner. Now here are some advanced moves. Hold the duck button, then press the action button to strike in all directions. You got all that? Ready? Set? Go! Alles klar. Ja, ich habe jetzt auch mal wieder nachgeguckt, besser gesagt. Wie Tomb Raider das Ganze nennt, das ist nämlich die Handlungstaste. Ich finde den Namen einfach lustig. Drücke die Handlungstaste, damit ich mich festhalte oder irgendwie so ein Scheiß. Das klingt halt echt lustig. So, Advanced Moves sollten wir vielleicht mal anwenden. Ich habe aber noch nicht... Achso, nee, andersrum. Warte mal. Ja, und dann... Ach so, aber einfach nur zum Hoch... Ach, keine Ahnung. Ich bin jetzt auf jeden Fall krass im Rückstand, weil ich den ganzen Kack hier ausprobiert habe.
Also ich sehe noch nicht so ganz, was mir das bringen soll, aber... Ja. Ich versuche einfach noch das Ganze aufzuholen hier und dann... hoffe, dass das klappt. Hat schon was von Popcorn-Kristalle sammeln bei Spyro 2, ne? Beim Magma-Kegel war das, glaube ich. Ich muss jetzt halt aufpassen, dass ich Sandy vielleicht nochmal Sachen wegnehme. Uiuiui, das könnte jetzt ziemlich knapp werden. That was easier than Brandon and Ladybug. Just come on back whenever you want another whooping. Es war unentschieden, du Bitch. Was soll das denn? You just don't know when you're licked, SpongeBob. Was heißt denn hier licked? Leck mich doch. Vor allem, weil du mir irgendeine Scheiße erzählt hast, die mir nichts hilft. Deswegen habe ich Zeit verschwendet und deswegen stand es nur unentschieden und du brüstest dich jetzt, als wärst du hier die Göttin schlechthin. Was soll denn der? Ja, hier, jetzt zieh ich dich ab, du Olle. Jetzt nehme ich hier vor allem auch die Dinger weg. Da kannst du mich mal. Da werde ich mal zeigen, wer hier rasiert, ja? So. Könnte mich vielleicht schon zurücklehnen hier langsam. Ja, ich glaube das nicht, aber... Mehr als das Doppelte, du Olle. Vielleicht kriegen wir noch das Dreifache hin, wenn wir eben immer Sachen wegnehmen. Ja, tatsächlich. Vielleicht hätten wir schon das Dreifache. Du kannst nix. Oder zum Thema der letzten Episode, du kannst nix. Weg. So. Komm, wir bleiben am Doppelten. Los. Okay, jetzt ja. Must contain immense karate powers. Well, shook, SpongeBob. That was some tussle. So. Und jetzt kommt wieder ein lustiges Puzzle oder was auch immer. Vielleicht gibt es ja auch andere Minispiele. Keine Ahnung. Das ist das Zweite, was wir gerade mal machen. Da müsste ich auf jeden Fall noch mal in die andere Welt reisen und mal schauen, was wir da noch so machen müssen. Habe ich, glaube ich, tatsächlich gar nicht gemacht. So Construction Site und sowas überhaupt. Mal gucken, was da alles so möglich ist. Naja. Alles klar, das sieht auf jeden Fall nach dem gleichen Kram aus. So, uiuiui, wie war denn das nochmal? Ball, Belly Slam? Naja, okay, alles klar. Wir müssen halt auf jeden Fall erstmal das dahin. Ja, das ist das nicht... Also es kommt mir so vor, als wäre das genau gleich schwer wie das letzte. Aber gut. Wäre lustig, wenn es immer die gleichen Moves wären, die man einfach nur lernen muss. Wäre schon ein bisschen witzig, aber wir sind jetzt auf jeden Fall mit einer Minute Restzeit fertig. Zack. Na, okay, eine Sekunde hat gefehlt. Aber überhaupt kein Ding. Ah, ich sehe jetzt erst, ja, ich sehe jetzt erst, dass da der Ort, wo irgendwas spawnt, zu sehen ist auf diesem kleinen Bild. Das habe ich gar nicht gereilt beim letzten Mal. Und auch nicht gereilt habe ich, dass ich die Vibration anschalten müsste, damit ich überhaupt, damit mir das Ding was bringt. Dann verstehe ich zwar trotzdem die Visuals nicht, weil ich dachte eigentlich, die sollen mir auch helfen. Aber ja, ich habe halt die Vibration aus. Vibration ist jetzt zwar on, aber ich weiß nicht, ob man das im Emulator anschalten kann. Aber ja, ist jetzt auch, glaube ich, nicht so dramatisch. Weil ich habe ja gerade eine Stelle, also ich habe ja gerade auf dem Bild sehen können, wo der Schatz ist. Deswegen werde ich jetzt einfach mal diese Stelle aufsuchen und denke, dass wir das dann auch ohne die Vibration finden. So, ich hatte kurz auch für Bedenken, ob wir hier überhaupt mit diesem Kostüm hinkommen, aber ja, klar, logisch. Also, dass meine Schlussfolgerung insgesamt halt komplett falsch war, aber nee, alles richtig. Ich schätze mal, da unten hätte mir dann einfach nur auf die Tür verwiesen, von wegen so, ja, geh mal nach da oben, da kann ich dich da weiterführen. So, und hier irgendwo wahrscheinlich ganz oben wird sich dann in einer von diesen Lücken der Schatz befinden. Oh Moment, ich bin schon ganz oben, ne? Scheiße. Okay, vielleicht ist es doch gar nicht so einfach, wie ich erhofft hatte, mir. Also wie gesagt, diese Visuals verstehe ich halt so gar nicht. Ich gucke, glaube ich, doch nochmal in den Einstellungen, ob es irgendwie möglich ist hier. Tja, also so finde ich jetzt tatsächlich keine Einstellung im Emulator, dass ich das irgendwie spüren kann. Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich spüre hier keine Vibration oder irgendwas in meinem Controller. Das ist ein ganz normaler PlayStation 2 DualShock. Deswegen, ja, irgendwas
ist da nicht möglich gerade bei mir. Oder bin ich doch schon ganz... Moment, jetzt bin ich gerade ein bisschen... War das Ding nicht viel weiter oben? Aber ich bin jetzt... Ich bin jetzt... Tja. Aber in so einer Kuhle hätte ich gedacht, wäre das doch, oder? Mal gucken, ob ich mit dem Ding vielleicht doch irgendwie weiterkomme. Vibration hin oder her, aber mit diesen grafischen Hilfen komme ich jetzt so nicht so ganz zurecht. Das bringt mir ehrlich gesagt gar nichts. Also wirklich gar nichts. Ja, das war ja eigentlich recht eindeutig. Also irgendwo hier oben. Oh, wobei. Vielleicht könnte es auch unten gewesen sein. Das muss ich gleich nochmal nachschauen. Vielleicht könnte das auch doch unten gewesen sein. Ich hatte jetzt halt erstmal oben im Kopf, weil das da halt vor allem gerade so zwei, drei Kuhlen gab, wo ich dachte so, ja, das, warum ist denn da überhaupt Leerfläche? So. Aber ja, gut. Vielleicht einfach nur zum Verarschen. Kann ja auch sein. Aber ich muss jetzt ja nichts machen, um die Schatztruhe irgendwie zu triggern, ne? Die war ja beim letzten Mal, bei dem einzigen Mal, was ich bisher gemacht habe, war die auch einfach so da plötzlich. Denke ich mal nicht, dass ich noch irgendwas tun muss, damit die überhaupt spawnt. Ja, ich gucke mich nochmal unten um. Vielleicht ist ja doch unten irgendwo, steht die da rum. Sonst muss ich mal nachgucken, wo die Truhe ist. Oder ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, vielleicht auch den Emulator halt darauf einzustellen, dass ich Vibrationen nutzen kann. Weil das, ich komme ja hier sonst auch offenbar gar nicht weiter. Das ist ja hier notwendig, dass man Vibration hat. So, dann schaue ich mich doch noch mal ein bisschen um. Und hoffe, dass ich hier vielleicht dann unten was finde. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass es unten sein wird. Es sah halt recht eng aus. So. Also hier unten ist ja nirgends eine Einbuchtung gewesen oder sowas. Auch nicht, wenn ich jetzt hier irgendwo ein bisschen höher gehe. Auf die Fenster zum Beispiel oder auf der anderen Seite. Das wird mir doch nichts bringen. Oder? Da ist doch nichts. Und im Haus war das jetzt auch nicht. Also dieses Zimmer von Sandy war jetzt auch wirklich nur dafür da, dass man halt einen Karatekampf austragen kann. Und das war es dann halt. Oder hier vielleicht irgendwo doch in so einer Baumwurzel. Tja. Also bin ich überfragt? Und da oben ist doch... Ist da oben nicht irgendwas? Na, das gucke ich mir jetzt doch nochmal an. Und ansonsten schaue ich nach. Also erstmal schaue ich nach, ob man die Vibration irgendwie einschalten kann. Ach, guck mal, da ist sie doch. Ja, aber das sah doch komplett anders aus irgendwie. Na gut. Dann ist es halt da. Ja, das wird uns jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal passieren halt, ne? Also es wäre halt schon schön, wenn die Vibration irgendwie verfügbar wäre. Für mich, aber na gut. Na gut, dann ist es so. Was kriegen wir überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Beziehungsweise ich weiß nicht, was wir beim letzten Mal bekommen haben. Jetzt bekommen wir offenbar Meerjungfrau Manns Gebiss. Ja, das denke ich mir gerade auch. Oder wessen Gebiss das auch immer ist, aber ich gehe mal davon aus, Meerjungfrau Mann oder Blaubartbube. Sorry, but my yard sale is over. You should have shown up on time if you wanted to buy something. I never buy what I want. I just take it. And you're what I'm here for. Another member for my ghostly crew. But according to my book on evil spirits, the Flying Dutchman is only supposed to take the ones who disturb his rest. But that little snail fella is working out so well, and my old crew is so lazy. Can't we overlook that rule just this once? Just think how nice it will be when you're a member of the Dutchman's crew! Ja, Spitze! Der Nächste ist weg. Ah, und jetzt? Tja. I don't know.
In Bikini Bottom sind wir an sich soweit fertig, bis auf Catch the Jellyfish that has the bus ticket. Alles klar. Das scheint also eine Qualle zu sein, die jetzt hier rumfliegt in dem Gebiet, die uns dann höchstwahrscheinlich, also das Bus-Ticket, damit ist höchstwahrscheinlich das gemeint zu den Quallenfeldern, vermute ich mal. Denn den Charm World Pass, den bekommen wir ja aus den Jellyfish Fields und da kommen wir noch nicht hin. Da habe ich ja gehofft, dass wir da jetzt irgendwie im Tree Dome was bekommen. Downtown haben wir noch so ein paar Sachen. Shoot the bolts to cross the chasm. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich weiß auch nicht, welche Bolts genau gemeint sind. Pile on the pressure plate, das ist genau das Rätsel, was ich noch nicht gelöst habe. Und to the top of the high rise. Da gibt's auch noch irgendwo was. Okay, ich würde sagen, wir könnten noch eine Erkundungstour zwischendurch mal reinschieben. Hätte auch was. Und wir haben noch den Dutchman's Treasure nicht. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Jetzt verstehe ich erst, wie es gemeint ist. Der Dutchman's Treasure, das ist genau das. Ach, das, was wir mit den Buchstaben bekommen. Ah, ich weiß nicht, wieso ich das vorher nicht geschnallt habe, aber ja, das macht Sinn. Das macht komplett Sinn. Alles klar. Das heißt, Tree Dome ist das erste Level, was wir jetzt hundertprozentig komplett haben. Ja, und Jellyfish Fields, ne? Klar, da müssen wir jetzt dann als nächstes hin. Danach in die Chum World und dann haben wir noch die Ghoul Lagoon und Dutchman's Graveyard. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Welten sind es und wir haben eine komplett. Eine andere haben wir, na, so mehr oder weniger komplett und die andere auch so mehr oder weniger. Alles klar. Das heißt, es wird noch ein längeres Let's Play. Gehe ich von aus. Wir sind jetzt bei Part 7, müsste es sein. Also, habe ich auch schon mal so gedacht, so mit, weiß ich nicht, 20, 25 Parts rechne ich auf jeden Fall mal. Ich bin mal gespannt, wie lange es dann wirklich dauert. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und ja, als nächstes kümmern wir uns dann vielleicht auch nochmal um die Downtown. Mal schauen. Vielleicht gehe ich auch doch erstmal weiter. Ich weiß es noch nicht. Bis dahin. Ciao.